Hallo, ich bin Britta von Plötzlich Kreativ. Ab dieser Woche oder diesem Monat, es ist die erste Aprilwoche, ab jetzt gibt es bei mir ein neues Videoformat und zwar das Goodie der Woche. Und da zeige ich euch kleine Verpackungen für Schokoladen oder wahrscheinlich für Schokoladen oder irgendwelche sonstigen Süßigkeiten. Also ich denke, das erste wird es wohl überwiegen. Ich hatte ja schon mal am Rande erwähnt, dass ich Schokolade liebe. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt immer pro Woche ein Goodie der Woche. Und das Goodie der Woche kommt, wann es will. Das heißt, es kann mal Montag sein, es hat also keinen festen Tag. Es kann auch mal erst Samstag sein. Es ist halt ein Goodie. Und es wird aber, wie gesagt, immer um kleine Verpackungen gehen. Und die ich euch dann zeige. Die erste Verpackung, die ich habe in diesem Video, das ist eine Verpackung, die ich vor über 2 Jahren bei der Petra Rosenbaum gesehen habe von Stempel dich bunt. Und damals war ich noch gar keine Demonstratorin selber, ich war nur fleißige Kundin. Und das war, glaube ich, kurz vor Weihnachten oder kurz vor Silvester, wo sie diese Verpackung gezeigt hat, die sie sich ausgedacht hat, also konstruiert hat, die Petra Rosenbaum. Ich weiß auch gar nicht, ich mache die wirklich so oft, weil da passt nämlich genau ein Täfelchen von dieser Schokolade rein. Die kennt, glaube ich, jeder. Die gibt es bei einem bekannten Discounter. Ja, und die passt da rein und ich finde die Verpackung einfach super und die bastel ich ganz oft und jetzt habe ich mir überlegt, ich bastel die nochmal mit euch, zeige sie, wie sie geht, aber wie gesagt, die ist ursprünglich von der lieben Petra Rosenbaum. So, und zwar, wenn man das, so sieht sie aus, das ist die Rückseite. Wenn man das nämlich aufmacht hier, das ist mit einer Schleife zusammengehalten und das hier hinten aufzieht, dann kann man da die Schokolade rausholen. Und ja, ich finde gerade mit diesem Verschluss das sehr schön und insgesamt halt die Verpackung finde ich einfach total super. So. Was braucht ihr? Ihr braucht, wo habe ich es jetzt hingelegt? Ein Stück Farbkarton oder Designerpapier. Designerpapier ist halt etwas dünner, Farbkarton ist stabiler. Petra hatte damals in ihrem Video auch Farbkarton benutzt. Mit Designerpapier geht es aber auch und man muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass man es halt nicht zerquetscht und zerdrückt, aber das geht durchaus auch und ich nehme deswegen heute Designerpapier. Und zwar habe ich mir das Designerpapier aus dem aktuellen Frühjahr-Sommer-Katalog Blütenfeuerwerk ausgesucht. Und ich habe mit den Blüten, wie ihr vielleicht gemerkt habt, noch gar nicht so viel gemacht. Ich habe, glaube ich, mit dem Stempelset ein Simple Sunday Video gemacht. Ansonsten ist es bisher ein bisschen wieder in den Hintergrund gerutscht. So, das Papier ist recht farbenfroh und es sind sehr knallige Farben drin. Und zwar sind von den Farben Kussrot, wo hatte ich es denn aufgeschrieben? So, da kann man es nicht mehr lesen. Kussrot, Kalypso, Kleegrün, Marineblau, Ananas. Ja, und das war's. Flüsterweiß noch, aber das sind die Farben. Ich finde es gar nicht so schlecht. Am Anfang fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, eben wegen der knalligen Farben. Mittlerweile finde ich es richtig toll. Und das Papier hat halt auch, also gerade dieses Streifige, finde ich super. Hier habe ich mit dem Stanzenset eine Blume ausgestanzt, gestempelt und ausgestanzt. Da mache ich nochmal ein extra Video, wie ich die gemacht habe.
oder wie man damit arbeiten kann. Heute geht es nur um das Designerpapier und die Verpackung. So, also ihr braucht ein Stück Designerpapier mit den Maßen 8¼ Inch mal 5½ Inch. Und dann wird das Ganze gefalzt. Und dafür nehme ich mir mein Falzboard. So, und das Ganze wird gefalzt, wenn ihr die kurze Seite anlegt, bei 1¾ Inch, bei 1¾ Inch, bei 3¾ Inch und bei 4¼ Inch. Das sind die Falzungen auf der, wenn ihr die kurze Seite anlegt, jetzt legt ihr die lange Seite an und da falzt ihr bei 1¾ Inch. Ah, verrutscht. So. Dann bei 1¾ Inch, bei 5¾ Inch und bei 6¼ Inch. So, das sind die Falzungen. Ich weiß, man sieht sie auf dem Designerpapier wieder nicht so ganz hervorragend, aber es geht. Und ich habe ja auch die Maße jetzt gesagt und sie stehen ja in Zentimeter nochmal immer da oben links in der Ecke. So, nun braucht ihr das Stanz- und Falzboard für Punchboard für Geschenkverpackungen, nein, für Geschenktüten. So, also für die Geschenktüten und ihr habt jetzt bei dem Papier eine, ich zeige es hier, das hier ist so längs, das hier ist eine kurze Seite und hier habt ihr eine längere Seite. Und an dieser längeren Seite, da werden hier keine Laschen gestanzt. Und zwar, Laschen werden nur auf diesen drei Seiten gestanzt. Deswegen fange ich auch da an. Und ihr setzt die Markierung für das Tütenfalzbrett, Geschenktütenfalzbrett, die setzt ihr hier an. Das ist die erste Falz, das ist die zweite Falz. So, da setzt ihr die Nase an, an der man stanzt. Und dann stanzt ihr einmal. Und dann auf der anderen Seite wieder bei der inneren. Das heißt hier außen, das ist die erste Falz und das ist die innere zweite Falz. Und bei der inneren zweiten Falz, da setzt ihr wieder die Nase an zum Stanzen. So. Und das gleiche hier an der kurzen Seite. Immer bei den beiden inneren Falzen setzt ihr die Nase an und stanzt. So, und an der dritten Seite ebenfalls wieder an den inneren Falzen die Nase ansetzen und stanzen. So, das kann schon wieder weg. Nun sieht euer Papier so aus. Und nun schneide ich mit der Schere als erstes diese beiden Laschen und diese beiden Laschen ab. Und zwar an der ersten Falz. Das heißt hier an der ganz rechts kann ich einmal ganz durchschneiden bis zum Ende. Und hier an der ganz links schneide ich ebenfalls einmal ganz durch bis zum Ende. Das mache ich hier hinten auch. Das schneide ich wieder an der Falz. Ist ja jetzt nur noch die eine, die andere haben wir ja weggestanzt. So,
Und hier schneide ich auch an der Falz einmal komplett weg. Nun sieht das Ganze so aus. Dieses Stück können zur Seite. So, nun nehme ich die kurze Seite als erstes und da schneide ich mir hier an der zweiten Falz eine Lasche. Und zwar hier vorne, da. Da habe ich reingeschnitten. So, und hier schneide ich jetzt nur dieses Stück ab, so dass ich hier eine Lasche erhalte. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Wieder einschneiden und das Überstehende abschneiden, so dass hier eine Lasche entsteht. Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Teile etwas größer, weil wir ja hier nicht gestanzt haben. Da schneide ich auch komplett ein bis zur zweiten Falz und bei der ersten Falz schneide ich das Ganze ab, so dass ich auch hier eine Lasche habe. Und auf der anderen Seite genauso. So. Das heißt, das Ganze sieht jetzt so aus. Diese lange Lasche, da nehme ich jetzt meine Handstanze gewellter Anhänger und stanze mir da oben die Lasche. Schon zur Seite. So. Und nun kann ich alles der Reihe nach falten. Knicken. Das mache ich dieses Mal nicht mit dem Falzbein, weil sonst das Designerpapier eventuell reißen könnte. Bei dem Farbkarton ist das nicht ganz so tragisch. Da kann man ruhig einmal richtig schön mit dem Papierfalter drüber gehen. So, das ist jetzt meine Verpackung und um die zusammenzukleben, das geht am besten gerade jetzt bei dem etwas dünneren Designerpapier. Wenn ihr Farbkarton nehmt, ist es noch ein bisschen was anderes. Das kann man auch so zusammenkleben, aber am besten funktioniert es, wenn man schon die Tafel Schokolade da reinlegt. So, und das Ganze dann zusammenklebt. Und zwar mache ich das mit dem Tombo. Ich trage mir hier Kleber auf. So, und nehme als erstes die eine Seite. Na. So, und dann aufpassen, dass ihr da die Lasche damit reinbekommt, dass die nachher nicht übersteht. So, und das klebe ich jetzt einfach hier gerade fest. Sehe zu, dass es wirklich schön gerade anliegt. So. Und jetzt die andere Seite. Da trage ich hier auf die Lasche zur Hälfte Tombo auf, weil die ja hier nicht ganz bis an den Rand geht. So, und auch hier die Lasche da reinstecken und das Ganze zusammenkleben und aufpassen, dass ihr das nicht hier an der Seite schräg bekommt. Kann ich euch gleich nochmal eben zeigen. Das ist mir nämlich bei einer Verpackung gerade eben tatsächlich passiert, dass ich das Ganze zu eng zusammengedrückt habe, und zwar bei der hier. Ich weiß nicht, das sieht man kaum, weil ich es noch ein bisschen wieder hingezogen habe, aber das hier geht wirklich, das geht so nach innen weg. Also ich habe im Grunde das hier oben zu eng zusammengeklebt. Das sieht man, wenn ich denn den Deckel drauf mache. Hier, da seht ihr es, da steht es dann über. Und zwar auf beiden Seiten auch richtig viel. Also es ist bestimmt auf beiden Seiten 2-3 mm.
Das passiert, wenn ihr es beim Zusammenkleben zu sehr zusammendrückt. So. Und hier ist es jetzt nicht passiert. Hier habe ich also aufgepasst. Hier schließt es also richtig schön hier an den Seiten ab. So, das war das. Jetzt braucht ihr ein Stück Geschenkband. Und ich habe das Satin-Band genommen in Calypso, das eben auch zu der Produktreihe gehört. Und das ziehe ich jetzt einmal hier durch die Lasche und lege das so und so und dann ziehe ich das auf die gleiche Länge. So. Und nun drehe ich das Ganze um, weil, damit das besser hält, klebe ich es hier fest. Dafür nehme ich den Snail-Kleber und ich setze nicht ganz hier oben an der Kante an, sondern ein kleines Stück tiefer, so mittig auf dem Karton und klebe es da drüber. So, jetzt ist das Geschenkband da festgeklebt und das gleiche mache ich auf der Rückseite und da darf ich es auch nicht ganz bis oben hin, den Kleber, weil ja die Lasche, seht ihr hier, das heißt, ich darf nur bis zur Hälfte kleben. So, also bis da darf ich kleben. Ich trage hier nochmal einen Streifen Snail auf und klebe es hier fest. So, ziehe das Band da oben durch. Ich habe jetzt die Schleifen hier an der Seite gemacht, wo man letztendlich die Schleifen hinsetzt. Ich glaube, ich habe hier, wenn ich gleich, ich gucke gleich mal eben, ich glaube, ich habe hier noch eine Verpackung von Weihnachten. Oder so. So. Also hier habe ich die Schleifen jetzt hier an das obere Ende gesetzt. Und wenn ich jetzt mal eben auf die Suche gehe, Moment. So, das ist eine Verpackung sogar vom vorletzten Jahr Weihnachten, die ich hier immer noch liegen hatte. Und da habe ich die Schleife nämlich auf die Rückseite gemacht. Da einfach fest und da vorne halt damals dekoriert. Das könnt ihr auch machen. Also ihr könnt die Schleife auch auf der Rückseite, ich mache es mal gerade hier vor, dann müsstet ihr allerdings das Band dementsprechend auch ausrichten. Sonst habt ihr, wenn ihr es so ausmesst, wie ich es euch eben gezeigt habe, eine lange und eine kurze Seite. Das wäre dann etwas ungünstig. Das heißt, ihr müsst euch vorher überlegen, wo ihr die Schleife hinhaben wollt, damit ihr dementsprechend das auch... Na. So. Die Schleife auch platzieren könnt. So, also hier geht es genauso. Ihr könnt das auch auf die Rückseite machen. So, ich habe es jetzt aber ein bisschen doof. Eigentlich sitzt sie weiter vorne hier an die Seite gemacht. So, und jetzt kommt nämlich noch ein kleines Etikett da drauf. Dafür nehme ich mir einen Rest Flüsterweiß. Und ich habe mir überlegt, die Celebration ist jetzt vorbei, aber ich denke, es wird genügend Leute geben, die den kleinen Wunscherfüller abgestaubt haben. Und deswegen habe ich mich tatsächlich zu dem Etikett entschieden. Auch wenn es das jetzt gar nicht mehr zu kaufen gibt. Oder es gab es ja nicht zu kaufen, es gab es ja obendrauf, ne? So, das stanze ich aus einigermaßen gerade. So,
Und weil mir das Etikett so ein bisschen zu lasch aussieht, nehme ich mir die Farbe Kleegrün und einen kleinen Fingerstempel und inke mal eben den Rand. Also ich finde immer, das sieht ein bisschen ja, schöner aus, als wenn ich das Etikett da so einfach so drauf klebe. Das ist meine Meinung, das kann ja auch jeder anders sehen. Ich finde es so einfach ein bisschen, ja, ein bisschen vollständiger, ein bisschen schöner. Und dann nehme ich, wenn ich sie jetzt finde, meine Glue Dots. Ach Quatsch, Glue Dots, die Dimensionals. So, 4 Stück auf die Rückseite. Und das Ganze kommt dann hier vorne drauf. Und so sieht dann die Verpackung aus. Die nicht. Das war Weihnachten. Ja, das ist das erste Goodie der Woche nach einer Idee von Petra Rosenbaum. Und ich hoffe, euch gefällt die Idee genauso gut wie mir. Vielen Dank nochmal, Petra, dass du sie damals geteilt hast. Wie gesagt, das ist eines meiner Favorite Goodies. Also das habe ich eigentlich schon fast, ja, zu jedem Anlass werden die verbastelt. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch genauso gut wie mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.